Guten Tag, liebe Trader und Investoren. FX Makro Wochenausblick Montag, 2. März 2020. Sabbatical vorbei, back to work. Auf geht's in ein sehr interessantes Marktumfeld. Bevor wir starten, wie immer unser Risikohinweis, dass wir keine offizielle Anlageberatung tätigen dürfen. Das dient alles nur zu Ausbildungs- und Informationszwecken und Werbemaßnahmen für unsere professionelle Trading-Ausbildung. Das heißt, wir können mehr Geld verlieren, als wir einsetzen in diesen Produkten. Vor allen Dingen für die Futures-Trader CFTC-Regel 441 ist in Effekt und Copyright ebenfalls. Zu meiner Vita für die Neuen auf dem Kanal herzlich willkommen. Institutioneller Background, wie wir hier sehen können, auf geht's in die Themen. Trade-Opportunität vom 16. Dezember 2019, das war das letzte Mal, dass wir uns zusammengesetzt hatten. Virtuell, wir hatten damals einen Short-Fund gegen kanadische Dollar. Hier die Risikotreiber und die Risiken für unseren Trade und hier das Outcome. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, wie es geht. Hier sehen wir den Setup. Wir wollten bei 1,76 Area shorten und wir sehen, wir sind gar nicht an die 1,76 rangelaufen, sondern beide Targets abgefrühstückt. Auch hier dient die Ausbildung, um dann eben im Live-Trading oder im Swing-Trading nebenberuflich die Einstiege abzupassen. Stärke gegen Schwäche heute Morgen, das war um 10 Uhr morgens pre-New York, sahen wir ein eher Risk-On-Umfeld. Unten links sehen wir es, in Asien gab es ein Risk-On, zumindest in den Währungsmärkten, in dem wir kanadische Dollar Stärke sahen, australischer Dollar und Neuseeland-Dollar. Aktuelle Schlagzeilen heute Morgen. Wir hatten, wie gesagt, in Asien ein gemischtes Risikobild. Wir hatten katastrophale chinesische PMI-Zahlen, der schwächste Stand seit Aufzeichnung. Die US-Futures brachen um 3% ein, drehten aber im Anschluss auf Risk-On, denn wir hatten eine abschwächende Infektionsrate in China. Der Markt spielte hier Peak-Inflection, also dass die Höchstrate an Infektionen Neuerkrankungen überschritten worden sei. Und wir spielten eine massive Erwartung, das ging schon Freitagabend los, dass die Fed als auch andere westliche Zentralbanken, aber es kommt hier in diesem Fall bei diesem Szenario nur auf die Fed an, stützen werde. Wir hatten zwei Zinsschritte, die jetzt zu 100% eingepreist werden im März-Meeting. Und wir haben auch Investmentbanken wie Goldman, die vier Zinsschritte erwarten. Wir haben aber auch viele andere Investmentbanken, die das schon vor Goldman antizipiert hatten. In Australien die Aktien 80 Basispunkte abgegeben, natürlich Finanztitel schwächer. Da der Markt anfing, leicht eine Zinssenkung für die RBA morgen einzupreisen, Dienstag. Die Aktien in Japan, Nikkei 225 um plus 1,2%. Die Bank of Japan stützte hier massiv. Ich darf vielleicht allgemein sagen, wir haben eine so hohe Vola, dass institutionelle Fondsmandate gar nicht investieren dürfen. Das heißt, die einzigen, die jetzt hier reinkommen und tatsächlich investieren, sind die Zentralbanken, investieren in Anführungszeichen. Wir sehen also die Bank of Japan, die für die nächste Woche 500 Milliarden anbietet anzukaufen, haben sofort 571 Milliarden angeboten bekommen. Und wir hatten 101,4 Milliarden Yen, die von der Bank of Japan im ETF-Markt aufgekauft wurden. Also, früher waren die Zentralbanken der Lender of Last Resort, also das, wo Banken hingehen, um noch Liquidität zu bekommen vor ihrem eigenen Exodus. Heute scheinen sie der Buyer of Last Resort zu sein. Wir haben Hang Seng 70 Basispunkte im Plus und Shanghai plus 3,1. Wie kann das sein? Wir hatten noch katastrophale PMI-Zahlen. Das stimmt, aber China schreibt vor oder wünscht sich, dass die Mittelständler, die Small and Medium Enterprises, erlaubt werden, ihre Schulden später zurückzuzahlen. Kaum ausgesprochen kam schon der erste Fall heute Morgen von einem Mittelständler, der seine Zinsen auf seine Schulden nicht bedienen konnte. Und der Markt investierte in Bautitel in Shanghai in Erwartung, dass die Regierung hilft via Infrastrukturprojekten. Oh, warum ist das falsch rum? Hier die Zahlen. Wir sehen Manufacturing PMI 35,7, 45,1 war erwartet. Non-Manufacturing 29,6, erwartet waren 51,4. Und Caixin 40,3 gegen 46,1 im herstellenden Gewerbe. Das ist eine Vollkatastrophe. Das heißt, globaler Handel ist extrem stark angeschossen. Sehr, sehr spannende Zahlen. Unten sehen wir den Grund. Wir sehen Corona als Grund, der auch gespielt wird.
Covid-19, der Fachausdruck im Moment. Wir sehen China 202 zusätzliche Fälle, Südkorea 599, Italien 566, Frankreich 30, USA 2 Tote, erster Fall in New York, Island 3 Fälle heute Morgen, 3 kamen aus Italien zurück, hatten sich dort infiziert, Indonesien, Indien jeweils 2 Fälle, UK 36, Deutschland 150, Iran 523, Portugal 2. Das wird noch so weitergehen, denn es ist ein Virus, der sich global ausbreitet. Wir leben in einem Global Village, logischerweise globale Ausbreitung. Was mich extremst überrascht, ist die Vorangehensweise der Politiker und der Medien. Aber dazu komme ich gleich. Italien wird Maßnahmen im Wert von 3,6 Milliarden Euro zur Unterstützung ihrer Wirtschaft aufgrund des Ausbruchs einführen. Freitag annoncierte die Regierung schon 900 Millionen Euro an Hilfestellungen. Krisenstab von der deutschen Regierung fordert die Absage von bevorstehenden internationalen Großveranstaltungen, schwammen dann heute Morgen in der London Session diese Aussage schon wieder zurück und sie möchten Intensivierung von grenzüberschreitenden Maßnahmen. Whatever the hell that means. Ja? Die Griechen kämpfen an ihren Grenzen, die Österreicher kämpfen an ihren Grenzen, nicht nur Corona, sondern auch nachdem Erdogan die Flüchtlingsschleuse geöffnet hatte. Mir nicht klar, was der Krisenstab der deutschen Regierung hier tatsächlich ansprach. Weiße Haus erwägt oder denkt nach oder die schlauen Köpfe stecken sich zusammen in Bezug auf Steuersenkungen, also Fiskalmaßnahmen und andere Notfallmaßnahmen. Diese werden diskutiert in der Hoffnung, dass der Corona-Fallout zu bekämpfen sei. Neuseeländische Premierminister Ardern verlängert die Reisebeschränkung für China und den Iran um 7 Tage. Übrigens kleine Randbewegung. Wie kann man in Europa 50.000 Menschen in Italien von ihrer Beweglichkeit her einsperren? Mit welcher Rechtsgrundlage? Das ist ganz interessant. Der australische Treasurer Friedenberg sagte, sie überlegen auch fiskalpolitisch zu reagieren. Ich mache den ganzen Slide, die ganze Folie, um Ihnen einen Eindruck zu gewähren, in welche Richtung das geht. Zentralbanken und Politiker versuchen, kongruent dem entgegenzuwirken. EU-Commissioner for Internal Markets Bretton meldete seit dem Virusausbruch, dass der europäischen Tourismusbranche monatlich 1 Milliarde an Revenue-Einkünften wegbrechen. Das ist ein klarer Short. Short. Hausaufgaben machen, raussuchen, welche Titel sind davon am meisten betroffen, welche sind sowieso schon schwach, anschorten. Der französische Finanzminister erwartet, dass der Virus einen weit höheren Schaden auf das inländische Wirtschaftswachstum haben wird, als die bisher avisierten -10 Basispunkte, ist aber zu früh, um ein Update oder Forecast zu geben. Ach nee. Und OECD senkt Global Economic GDP Growth Forecast auf 2,4 von 2,9. Wir senken China auf 4,9 von 6,1, USA auf 1,9 von 2,3 und die Eurozone auf 0,8 von 1,2. Meine Trader wissen zu 100%, in welche Asset-Klasse es jetzt geht und es handelt sich hier nicht um Aktien. Schlagzeilen. Am Wochenende, Bild-Zeitung, Chef-Virologe der Charité sicher, 70% der Deutschen werden Corona bekommen, Deutschland sei aber hervorragend auf das Virus vorbereitet. Sagt mein Rewe um die Ecke nicht, da sind alles mögliche an Lebensmitteln ausverkauft. Wie ansteckend ist das Coronavirus? Statista, ernstzunehmende Quelle, Anzahl der von einer erkrankten Person durchschnittlich angesteckten Menschen. Mal zur Aufklärung. Wir kommen in einen Raum rein, Kindergartenkinder, ein Kind davon hat Masern, hast du es auch. So ansteckend ist dieser Virus. Corona, sehen wir ja, wie ansteckend wir hier, welche aktuelle Einschätzung der WHO wir hier haben. Also, warum zeige ich diese Folie? Ich versuche, nach dem Sabbatical ruhig zu bleiben. Wieso ist das linke Bild erlaubt in Deutschland? Wieso ist das erlaubt? Wieso wird ein wirtschaftlicher Schaden angerichtet aufgrund von Angst? Angst wird geschürt über ein Virus, was eine geringere Ansteckungsrate als die Influenza hat. Forex, Dixie unter der 98, Markt preist 50 Basispunkte Zinssenkung für das März-Meeting ein. Goldman hatte ich schon erwähnt, die erwarten 4 Zinsschritte für dieses Jahr. Euro-Dollar heute noch weit über 1,11 gegangen, dann abverkauft und eben extrem volatil gehandelt aufgrund von Aussagen eines Ratsmitgliedes. Heute Nachmittag kommt die 1,1050 bis 60 in Play aufgrund von einem anderen Markt. Cable 1,2775, auch leicht abgegeben. Heute beginnen die Post-Brexit-Verhandlungen. Wenn in den nächsten ersten 3 Monaten keine klaren Tendenzen abzusehen sind, brechen die Verhandlungen zusammen.
Übrigens hochoffiziell, heute 2. März 2020, ich lag falsch. Ich habe jahrelang, bin ich davon ausgegangen und habe das auch öffentlich propagiert, dass ich nicht glaube, dass UK austritt. Herzlichen Glückwunsch an meine Freunde, Bekannten und die Menschen auf der Insel. Ihr habt es geschafft, ihr seid rausgekommen. Glückwunsch an euch. Das heißt nicht, dass ich ein EU-Hater bin, das bin ich gar nicht. Aber das Konstrukt ist inhärent falsch aufgebaut. Es kann nicht funktionieren. Würde jetzt den Rahmen des Morning Outlooks sprengen. Aber Glückwunsch, dass ihr euch da rausgerettet hattet. Was ist für uns wichtig in den ersten 3 Monaten? Einer der Hauptstreitpunkte sind die Fischereirechte. Da also bitte die Schlagzeilen im Auge behalten. Dollar-Yen, heute Nachmittag 108,25 in Play. Und die Antipodeans, Aussie, Neuseeland, aber auch kanadischer Dollar sah in London noch stärker, wobei der Cut schon nachgegeben hatte. Und jetzt sehe ich, Pfund ist am schwächsten und kanadischer Dollar ist am schwächsten und die Risk of Schweizer Franken ist am stärksten im Moment. Wir hatten Freitag, die RBA wird mit 100% Zinsenkung morgen, das ist wieder rausgepreist worden, dem ist nicht mehr so. Treasury-Komplex, wir haben ein massives Bull-Steepening in der amerikanischen Kurve gesehen. Massiv, es war einer der größten Bankentrades, die ich je gesehen habe. Massives Bull-Steepening. Und der eine oder andere wird sich vielleicht an Videos aus der Vergangenheit erinnern, als die Zinskurve negativ ging. Viele Leute wissen überhaupt nicht, was das bedeutet, was der Zinsspread überhaupt aussagt. Und ich meine jetzt nicht A minus B, sondern was die Aussage dahinter ist. Und damals hatten wir proklamiert, es kann 6 bis 18 Monate dauern, bis wir in eine etwaige Rezession reinlaufen. Ist auch völlig irrelevant, ob der Coronavirus der Katalyst jetzt war. Denn was am Ende passiert ist, ist, dass die sich abschwächende Wirtschaftswachstum, abschwächende Inflationserwartungen einfach nur nach vorne gezogen wurden. Das ist jetzt passiert. Wir sahen am Monatsende auch noch Indexkäufer. Das heißt, wir hatten in diesem Bullsteepening 2 Jahre minus 19 Basispunkte und die 30 Jahre minus 10 Basispunkte. Der Bullsteepener ist extrem bärisch für den Markt. Das nur mal am Rande. Cross-Border Portfolio Flows auf 4-Wochen-Summary von Goldman. Erstmal sehen wir anhand von diesem Bild, dass Gelder über Landesgrenzen hinweg verschoben werden. Es ist Aktivität im Markt. Das ist wichtig. Rechts sehen wir, dass Gelder aus Schwellenländern abgezogen werden. Wichtig. Links unten sehen wir, wo geht massiv Geld rein in den amerikanischen Markt. Rechts unten sehen wir, dass globale Flows auch in die EU-Zone leicht reingegangen sind. Nächstes Bild, wir sehen, wo kommt das Geld her, wo wird es abgezogen? Es wird massiv aus China abgezogen. Also China und Schwellenländer wird Geld abgezogen, fließt rein in folgender Reihenfolge in den amerikanischen Markt, in UK und in die EU. Spannend. Rohstoffmärkte, kurzes Update. Wir sehen oben links Crude Oil Futures. Wir hatten die 44 gebrochen. Das war der Tiefstand seit Dezember 08, Global Financial Crisis. Die Saudis drehen schon am Rad und möchten 1 Million Barrels per Day cutten im 2. Quartal. Gold, warum im Risk-Off-Szenario Gold nicht weiter angestiegen? Sehr gute Frage, sehr intelligente Frage. Es lag an den erhöhten Margenanforderungen. Wenn die Volatilität an den Märkten so extrem ansteigt, verlangen die Börsenplätze als auch individuelle Broker höhere Margenanforderungen. Das bedeutet, dass institutionelle als auch Retail-Mandate hingehen und Tafelsilber verkaufen, um diese Margenanforderungen zu bedienen. Und in dem Fall wurde Gold abverkauft. Also nochmal, es reicht nicht, irgendwas hier auf meinem Kanal zu sehen und dann als Ausbilder weiterzugeben. Es gibt viele, viele Puzzleteile, die man sehr, sehr im Detail verstehen darf. Unten links Kupfer, heute Morgen eine kleine Recovery, mir fehlt das Volumen, Hoffnung auf globale Zentralbankimpulse. Auch das wird meiner persönlichen Meinung nach erstmal nicht reichen, hilft aber, um das Sentiment kurzweilig zu schwenken. Und rechts unten sehen wir, Long Inflation ist seit Anfang diesen Jahres vorbei. Das war der Trade, es hat sich fundamental was verändert. Wir sind jetzt in einem Szenario drin von sich abschwächender Inflationserwartung. Wir haben es eben gesehen, der EU 5-year Forward Inflation Expectation Swap in Europa ist auf Niedrigstand. Also Inflation ist überhaupt nicht das Thema im Moment. Wir diskutierten in der Gruppe am Wochenende
ob wir Supply-Side-Shock oder Demand-Side-Shock haben. Dazu zeige ich gleich etwas. Makro. Es wird relevant werden, vielleicht ein bisschen früh diese Folie, wurscht, wir gucken sie uns gemeinsam an. Also, auf der linken Seite historische Drawdowns in einer Rezession. Danke an JP Morgan. Und was mir hier wichtig ist, ist, dass wir schauen, S&P 500, die kleine Peak to Trough. Hier sind die verschiedenen Rezessionen aufgeführt, die letzte von Oktober 07 bis März 09. Und da sehen wir -56%. Im Schnitt haben wir in einem Rezessionsszenario, was die Märkte natürlich vorher spielen, bevor die Rezession eintritt, -26% Drawdown. Der Median ist -17. Unterschied zwischen Median und Durchschnitt, vielleicht mal googeln, auch das müsste bekannt sein. Und Average in einer Deep Recession, Average ist -33%, Average in einer Mild Recession ist 18. Das wird gleich wichtig werden. Dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit preisen die unterschiedlichen Asset-Klassen im Moment, Close Freitagabend, eine Rezession ein? Und da sehen wir, dass die smarteste Money on Earth, nämlich die Bond Trader, mit einer 86%igen Wahrscheinlichkeit eine Rezession einpreisen. Danach kommen die Rohstoffhändler mit 63% und dann kommen die Aktienhändler mit 57%. Extrem spannend. Was hängt? Kreditmärkte. Auch absolut interessant. Weil ich erwarte, dass der Credit Spread sich weiten wird. Und nun zu einer wichtigen Folie oder Bild. Wir sahen, dass die Institutionen Volumina von 39 Milliarden an US Equity Exposure abverkauft haben. Das sind 4 Standardabweichungen und war die größte US-Dollar-Bewegung, die wir jemals verzeichnet haben. Nichtsdestotrotz ähnelt dieser Abverkauf ähnlichen Risk-Off-Perioden in der Vergangenheit. Im März 18 hatten wir 25 Milliarden, im Oktober 18 37 Milliarden und im August 15 32 Milliarden, die abverkauft wurden. Die Einzeichnung, die wir sehen, ist mal eine derzeitige Erwartungshaltung, was der Aktienmarkt in USA machen wird. Also ein Technical Bounce und dann ein weiterer Abverkauf. Was hier interessant ist, ist, dass die Marken, die ich vorher identifiziert habe, und ich habe es heute erst nachgemessen, haben einen Medianwert, also wir kommen dem Medianwert, erste Folie links, von -17% perfekt nah. Perfekt, das ist perfekt. Und in einer Average Deep Recession, falls wir in mein Red-Szenario reinlaufen, ich habe ein Grün, Yellow und Red-Szenario, das erläutere ich gleich, dann sind wir bei dem Liquidity-Level da unten bei -32, was dem Average Deep von 33 absolut nahe kommt. Also extrem erstaunlich, wie die Mathematik für diese Preisniveaus spricht. So, Covid-19. Danke an John Hopkins. Wir haben im Moment total confirmed 89.197 Fälle. 3.840 Menschenleben sind verloren gegangen. Das ist eine globale Letalität von 3,42%. Das ist ein bisschen höher als Grippe-Letalitäten, die wir in der Vergangenheit kannten. Speaking of Grippe, Influenza in Deutschland. Das ist die assoziierte Übersterblichkeit. Kann man alles googeln. Für die Saison 84 bis 2019. Und wir hatten in der letzten Grippesaison in Deutschland 25.100 Tote. Ich zeige mir mal ganz kurz, wir haben 3.048 globale Tote bisher, was Covid-19 angeht, der übrigens auch nicht neu ist, der Virus. Aber das ist auch wieder ein anderer Vortrag. Und wir haben hier Corona bisher 3.048 globale Todesfälle. Nochmal in geistiger Erinnerung rufen, Charité Vogel sagt, 70% der Deutschen werden diesen Virus bekommen. Das gab es noch bei keiner Influenza, dass 70% der Deutschen befallen waren. In einer extrem hohen Grippewelle sind 9 Millionen Menschen in der Bundesrepublik befallen, also ein bisschen mehr als 10%. 70%, das ist, nochmal, ich verstehe nicht, man kommt für weniger ins Gefängnis in Deutschland, wenn man seinen Mund aufmacht, als für so eine geschürte Panikmache, wie die Bild-Zeitung am Wochenende publiziert hat. Es ist eine absolute Frechheit. Ich habe mich aus allen Corona-Diskussionen bisher rausgehalten, weil sie ad absurdum geführt werden. Ich halte mich an die Zahlen und ich trade die Zahlen. Ich trade, was ich sehe und wir traden die Zahlen. Wir haben genau erklärt bei uns in der Gruppe, warum Hubei,
Warum, weshalb, wieso? Wir haben durch Andrea jemanden, der vom Fach war, der uns ein MAF erklärt hat, wie da vorangegangen wurde und wird. Also, es ist für mich eine neue Erfahrung, die mir aber nicht fremd ist. Was ist die neue Erfahrung? Lebensmittel sind teilweise ausverkauft. Das ist eine neue Erfahrung. Warum ist sie mir nicht fremd? Weil ich selber nach der Global Financial Crisis aus Frankfurt rausgezogen bin aufs Land, Jagdschein gemacht habe, 10.000 Schuss Munition, mich mit Waffen eingedeckt habe und ich dachte, die Welt endet. Die Welt endete nicht, es ging alles weiter. Auch hier, dieser Coronavirus ist in 2 Quartalen gegessen, abgefrühstückt, Ende der Durchsage. Aber es ist eine neue Erfahrung, dass Hamsterkäufe getätigt werden oder wurden. Mit einer zugelassenen Panikschürerei in den Medien. Und ich kann mir nur vorstellen, dass wir hunderte von Kommentaren jetzt bekommen. Ich möchte niemanden, ihr könnt das alles bei mir lassen, was ich gerade sage. Ja, ich möchte überhaupt nicht jemanden auf den Schlips treten. Ihr könnt traden, was ihr wollt. Ich sage nur, wie ein Hedgefonds vorgeht. Der Hedgefonds ist zahlengetrieben und prozessgetrieben und nicht headline-getrieben oder politikgetrieben. Ja, ich habe die Woche sogar gelesen, der Markt bricht ein, weil Sanders gehandelt wurde. Unfug. Unfug. Die Wahlen sind im November. Und wir müssen sowieso erst diese Woche abwarten und es ist fraglich, wer überhaupt bei den Demokraten vorangeht und Biden hat ein 12-Punkte-Lead in dem besagten Wochenende, letztes Wochenende von vornherein. Also auch hier wieder Zahlen kennen und nicht irgendwas lesen und sofort glauben. So, kumulative Confirmed Cases von Corona und es geht hier um die Kurve. Es geht um die schwarze Kurve, es geht um diese Hubei-Kurve, ich weiß nicht, wie man die Farbe nennt, und dann geht es um die globale Kurve. Das heißt, wir nähern uns der Peak-Infektion. Peak-Infektion ist das Zauberwort, weil jede virale Epidemie hat einen Peak und danach schwächt es sich ab. Und diese wird nicht anders sein. Und nochmal, die Menschheit hat auch die Pest und die spanische Grippe überlebt etc. pp. Diese Kurven passieren bei jeder Epidemie. Bei jeder. Und nein, wir haben keine Pandemie. Also wenn jemand das Wort Pandemie schreibt, falsch. Es ist keine Pandemie. Aber die WHO kann jederzeit ihre Definition ändern, wenn man den Pharmakonzernen auch noch ein bisschen helfen möchte. Also Erwartung, Chinas Wachstumsrate halbiert sich im ersten Quartal auf ca. 3% year on year. Und das ist warum wichtig? Weil China 20% des globalen Wirtschaftswachstums ausmacht. Das wiederum schlägt durch auf das globale GDP-Wachstum, nämlich negativ mit minus 1% weniger. Und wir erinnern uns eben an die OECD-Daten, die schon runtergenommen wurden. Erwartungshaltung ist, die werden noch weiter nach unten revidiert. Kein Long-Aktien-Makro-Szenario im Moment. Danke an die OECD für diese Folie. Hier sehen wir, was eigentlich los ist. Containment Measure. Wir sperren 50.000 Leute in Quarantäne. Was passiert auf der Supply-Seite? Factory Closures. Wie in Hubei. Wir haben Supply, der runterkommt. Preise würden ansteigen. Demand-seitig, Loss of Confidence. Herr Müller und Frau Schmidt, Herr und Frau Wu, Mr. und Mrs. Tagliatelle gehen nicht mehr einkaufen. Trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Schwierig. Quarantäne, absolute Katastrophe fürs Wirtschaftswachstum. Daher sich gut überlegen, ist Quarantäne wirklich wichtig oder nicht. Zweiter Containment Measure, Travel Bans and Restrictions. Cutbacks in Service Provisions. Auf der Supply-Seite. Also Lufthansa bietet schon gar keine Flüge mehr an, als Beispiel. Das ist ein Cutback in Service Provisions. Auf der Demand-Seite, Business and Tourism Travels bricht ein. Good luck, Kreuzschifffahrtsbranche. Short. Das ist ein klarer Short im Moment. Drittes Containment Measure, Closure of Public Places. Ne? Supply Chain Disruptions, genau dasselbe wie oben, Factory Closures, hier Supply Chain Disruptions. Diese Scherben sind schon zerbrochen. Das ist schon durch, das Ding. Das hat schon stattgefunden. Der Schaden besteht schon. Demand Side, Education and Entertainment Services, also Kinoaktien, Short. Als Beispiel, Mitdenken, Hochgewinnen. Wer war es letztens? Irgendwo hatte ich irgendwas im Social Media gesehen. Ach ja, genau. Procter & Gamble. Gut performt. Clorox Desinfektionsmittel. Riesennachfrage.
Also da sind echte Trades hinter. Da sind keine Bilder, die wir uns zur Belustigung anschauen, sondern wir sehen diese Bilder, korrekt ausgebildet, denkt dein Gehirn sofort, wo ist der Trade? Was kann ich long gehen, was kann ich short gehen? Riesenopportunität, auch wenn trauriges Ereignis. Short in diesem Fall Leisure und Travel Werte, long Treasuries. Makroszenarios. Mein Green Szenario, Szenario grün, wenn es besonders gut läuft. Dann haben wir Peak Infection Ende März, europäischen Angebotsschock, also Supply Side. Das würde heißen, EU GDP Growth im ersten Quartal geht auf Null. Im Moment werden noch positiv 30 Basispunkte erwartet. Italien in jedem Fall negativ. Italien erwarte ich in jedem Fall negativ. Fürs zweite Quartal im Green-Szenario Wachstum leicht negativ versus erwartet plus 20 Basispunkte im Moment. Q3 dann eine starke Recovery, also Wirtschaftswachstum above Trend nennen wir das. Und im vierten Quartal Trendwachstum. Das hieße, wir dürfen Peak-Infection abwarten, Vola kommt runter, long gehen. Für 2020 haben wir plus 0,5% Wirtschaftswachstum im Moment erwartet, beziehungsweise eingepreist und erwartet werden im Moment plus 80%. Müssen wir abwarten. In den USA ähnliches Szenario, aber zweite Halbjahres-Recovery schwächer, da wir in den USA am Ende des Zykluses sind. In den USA gibt es nur einen Indikator, den ich religiös im Moment absolut verfolge, und das sind Initial Claims. Die Kameraden losschießen, dann war es das mit dem Zyklus da drüben. Gelbes Szenario, das von dem ich im Moment ausgebe. Peak Infection Ende Mai und der Virus breitet sich auch in den USA entsprechend aus. Zweites Halbjahr sehr, sehr schlechtes globales Wirtschaftswachstum mit möglicher Rezession in der EU und starker Rebound spätestens Ende des Jahres, also im vierten Quartal. Und genauso wie es abwärts ging im Wirtschaftswachstum, nämlich erst Asien, dann Europa, dann USA, so erwarte ich es auch den Turnaround-Story dann. Asien dreht, Europa dreht, USA dreht. Allein das ist schon eine Sequenz, die dir Geld machen kann. Aktien verkaufen, dann jetzt aber weiter ab. High-Yield-Spreads weiten sich weiter und der Italien-DBR-Spread, also italienische Staatsanleihen gegen den Zinsaufschlag für Deutsche, also wo sich Deutschland refinanziert versus wo sich Italien refinanziert. Der BTP-Bund-Spread weitet sich aus, Dollar geht schwächer. Großartiges Trading-Umfeld in einem Supply-Shock-Makro-Umfeld mit 4 Zinssenkungen der Fed. Wirklich sensationell. Und ich zeige gleich, was unsere Trader letzte Woche schon gemacht haben. Super setzen die unser Wissen um. Szenario rot. Das ist unser Downside-Risk-Szenario. Quarantänen führen zu weiteren schweren wirtschaftlichen Konsequenzen und Economics of Fear wird weiter durch die Presse geblasen. Das wäre sehr schlecht. Warum? Weil die Zentralbanken sich gezwungen sehen, Liquidität zu stellen. Vor allen Dingen die Fed durch Zinssenkungen. Die EZB könnte TLTROs anbieten, ihre Ankaufprogramme ausweiten. Katastrophal. Weil das knappe Wirtschaftsgut Geld dann auf schlechte Investments allokiert wird. Außerdem erwarte ich in diesem Falle fiskal induzierte Liquidität durch Steuersenkungen, Notfallausgaben der Regierungen, staatlich ausgesprochenen Garantien. Das haben wir alle schon hinter uns in der Global Financial Crisis 08 und das führt zu Bad Loans und Zombie-Unternehmen, die tatsächlich einer Volkswirtschaft langfristig schaden. Das hoffe ich nicht, dass wir dieses Szenario sehen, sondern dass wir in Richtung Gelb uns bewegen. FX und Zentralbanken-Outlook, was haben wir in den USA? Wir haben heute Nachmittag ISM Manufacturing PMIs, werden schwächer erwartet, unten links der Chart und am Mittwoch den Services PMI, wird leicht schwächer erwartet. Wir hatten die ganze Zeit, das hat sich auch während meines Sabbaticals nicht geändert, eine Volkswirtschaft global aus zwei verschiedenen Köpfen. Wir hatten einmal den Dienstleistungssektor, der die ganze Zeit sich besser verhalten hatte als der herstellende Sektor. Die jüngsten Market PMI Manufacturing waren nicht so gut. Headline kam auf einem 6-Monats-Tief rein und der inhärente Output-Index auf einem 7-Monats-Tief. Das war nicht gut. Die Daten stimmen mit dem BIP-Wachstum überein, das sich von knapp über 2% im Jahr auf einen Rückgang auf nur noch plus 0,6 im Februar verlangsamt hat. Also nochmal, sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum, verlangsamende Inflation. Wir wissen, was wir kaufen müssen. Freitag haben wir Non-Farm, die werden recht schlecht mit 175.000 erwartet versus 225 letztes Mal. Hier wichtig,
die Durchschnitte. 3 Monate bei 2,11, leicht höher als die bisherigen 198, 6 Monate 2,06, leicht höher als die 200 und 12 Monate bei 71, leicht schlechter. Insgesamt sehen wir hier also, dass sich selbst auf gleitender Durchschnittsbasis die Daten recht ordentlich verhalten. Also auf der einen Seite PMIs, die anfangen schlechter reinzukommen, und auf der anderen Seite Non-Farm, die noch ganz ordentlich reinkommen, sich aber vom Job Growth her, von der Rate, Rate of Change Job Growth, verlangsamen. Market hat einen Advanced PMI-Bericht für Februar und da sahen wir, dass die Beschäftigung Mitte Q1 weiter zunahm, auch wenn sie in der aktuellen 4-monatigen Wachstumsfolge am langsamsten wuchs. Also wir sehen einen sich verlangsamenden Arbeitsmarkt in den USA und Initial Claims da besonders wichtig. Also, leichte Beschleunigung des Lohnwachstums wird diese Woche erwartet, Anstieg auf Monat 0,3 gegenüber Januars 0,2. Aber da wir gar nicht diese Daten im Moment spielen, sondern wir spielen Corona, sind diese Daten für uns wichtig, weil der Markt wird in einigen Monaten wieder Daten spielen. Corona wird vorbeigehen, der Markt geht zurück auf Fundamentaldaten und dann wissen wir, weil wir täglich oder wöchentlich oder monatlich unsere Arbeit machen, kennen wir den Verlauf. Es ist also wichtig, dass dein Gehirn einfach diese Daten aufnimmt, diese Bilder ins Unterbewusstsein speichert und du ein Gefühl dafür entwickelst, wo wir im Wirtschaftswachstum in den USA stehen. Kanada haben wir am Mittwoch die Zinsentscheidung. Der Markt preist heute 76% Wahrscheinlichkeit ein, dass wir eine Zinssenkung in Höhe von 25 Basispunkten, also einem Schritt, bekommen. Warum? Globales Wirtschaftswachstum schwächt sich ab. Und auch Kanada ist davon betroffen letztendlich, aber idiosynkratisches Risiko in Kanada. Wir haben diese Anti-Pipeline-Proteste, die immer wieder zu Unterbrechungen im Schienentransport führen, der extrem wichtig ist in Kanada, da riesengroßes Land. Letzte Woche Freitag kamen die wichtigen GDP-Zahlen, die waren erwartet mit 10% Wachstum, 10 Basispunkten Wachstum, kamen mit 30 Basispunkten Wachstum besser als erwartet rein. Warum ist das wichtig? Weil Polos darauf ein Auge hatte. Polos sagte uns, ich möchte sehen, wie das Wirtschaftswachstum sich verhält, bevor ich aktiv werden kann. Und diese GDP-Zahl spricht eigentlich nicht für eine Zinssenkung, sondern das, was der Markt im Moment an Wahrscheinlichkeit einpreist, ist sentimentgetrieben, nicht unbedingt jetzt schon fundamental getrieben. Ja? Achtung auch, dieses Meeting ist kein Pressekonferenz-Meeting, sondern Statement only, also schriftliche Publikation. Aber am nächsten Tag tritt er dann in Toronto vors Mikro mit einem Vortrag Economic Progress Report. Am Freitag haben wir dann noch Employment Change, kühlt sich auch ab. Fairerweise, die plus 34.500 waren extrem gut. Freitag werden 10.000 Zuwachs erwartet. Nochmal zur Erinnerung, im letzten 12 Monate war der monatliche Durchschnitt plus 22.300 Stellen. Zusätzlich leichte Wohler in der Arbeitslosenrate, Unemployment Rate, wird erwartet, dass sie leicht hochtickt von 5,6 von 5,5. Das liegt an der Participation Rate. Auch hier, was sehen wir? GDP-Wachstum, steigt das oder fällt das? Was macht die Zentralbank mit den Zinsen? Welche Kurve ergibt sich daraus? Ich rede jetzt mit meinen Tradern. Ja? Welche Assetklassen kaufen wir deswegen? Aussie, Dienstag. Cash Rate, Markt preiste am Freitag eine 18% Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 0,5 ein. Das schoss hoch, das schoss wieder runter, recht volatil. Arbeitslosenquote kam mit 5,3 schlechter als erwartet. Erwartet waren 5,2. Und auch hier sagte die RBA, das haben wir spezifisch im Auge. Nebst der Inflationsrate. Also Inflationsrate, Arbeitslosenquote haben die besonders im Fokus im Moment. Warum? Weil die schon 3 Zinssenkungen gemacht haben, weil ein Fiskalpaket verabschiedet wurde. Was ist ihnen in die Quere gekommen zu ihrer wirtschaftlichen Erholung? Sowohl die Waldbrände, Bushfires, als auch der Coronavirus und das extreme Einbrechen der chinesischen Volkswirtschaft, weil was ist Australien? Ein Vorort von China. So, im April hatten wir dann ganz kurz diesen Anstieg in der Arbeitslosenquote und da hat der Geldmarkt sofort angefangen, von 25% hoch auf 60% Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung zu spekulieren. Aber es wurde dann wieder rausgepreist.
Westpac erwartet eine Zinssenkung im April um 25 Basispunkte und eine weitere im August um 25 Basispunkte. Und dann QE. Und das ist interessant, weil QE verabschiede ich nicht, wenn ich im vierten Quartal globalen Turnaround sehe. Also von da sehe ich eine Diskrepanz. Westpac hat ein anderes Szenario, als ich im Moment fahre. Und das ist völlig okay. Völlig fein. Das ist einfach nur ein Markt. Mittwoch haben wir Q4 GDP. Da wichtig zu wissen, 0,4 versus 0,4 und Year on Year 2 versus 1,7. Das klingelt gerade an unserem Tor. Sekunde, ich muss mal kurz gucken, wer das ist. Vielleicht aufmachen. Jetzt klingelt sogar hier unten. Ich halte kurz an. Eine Sekunde bitte. Okay, sorry guys. War tatsächlich Amazon. Also, genau, hier wichtig, Q4-Zahlen. Aber was fehlt da? Da sind noch keine Corona-Zahl-Impact mit drin und keine Bushfire-Impact. Von daher wird Q1 wichtiger, das nächste Mal die Zahlen. Viel, viel wichtiger als das jetzt. Alright, Freitag haben wir dann noch Retail-Sales. Die kommen ein bisschen besser als letztes Mal mit minus 0,5, diesmal flat. Analysten erwarten, dass die Auswirkungen der Buschfeuer den Einzelhandel in Sydney und Melbourne betrafen, wo im Januar 12 Tage lang eine gefährliche Luftqualität herrschte. Und zusätzliche Auswirkungen im Februarbericht. Boah, bin ich unfit. Zweimal Treppe rauf und runter, bin ich schon außer Atem. Aber es wird wieder. Genau, was lernen wir hier raus? Bushfire, immer eine großartige Opportunität für uns Trader. Auch das Wort gefällt mir nicht, kann ich aber und will ich jetzt nicht rausschneiden. Entschuldige ich mich dafür. Alles, was passiert, vor allen Dingen so newsgetrieben ist, hat einen wirtschaftlichen Impact und den traden wir. Das ist unser Job. Aktuelle Trade-Opportunität, mögliche Handelschance heute 2. März, Shortcut gegen Yen. Warum? Wir erwarten schlechtere Zahlen für Kanada, wir erwarten eine Zinssenkung und wir erwarten einen schwächer werdenden Ölpreis. Yen, wir sehen Risk-Off-Flows, das führt zum Erstärken des Yen. Risiko für den Trade ist, dass wir Risk-On bekommen. Zum Beispiel Mittwoch, wenn verschiedenste Zentralbanken gleichzeitig ans Mikro treten würden und sagen, wir senken oder wir stützen, dann haben wir Risk on, dann spiele ich den Trade gerade genau andersrum. Oder wir haben eine ausbleibende Zinssenkung der Bank of Canada und oder wir haben stärker werdenden Ölpreis und oder bessere Zahlen. Ja, also völlig logisch. Wer die Hausaufgaben macht, darf beide Seiten spielen logischerweise. Wer keine Ahnung hat, wann, was, warum, wo, wie viel Uhr, bis wohin, darf eben normalerweise noch nicht handeln, zumindest nicht in unserem Team. Shortcut Yen. Ich schaue, ob ich hier bei 81,10 Liquidity abgreifen kann. Take Profit ist 200 Pips unter mir mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5. Abwarten. By the way, die 1,5 gefallen mir persönlich nicht so gut, weil ich bei 82,50 meinen zweiten Teil meines Trades erst reinlaufen lassen würde. Ich würde ihn also hälften. Ich 1% Risiko fahren will, 0,5% jetzt und 0,5% erst da oben. Aber im Sinne von dem Morning Weekly, wir haben so viel Schwäche im Markt, es ist so fickel, das Sentiment, es dreht so schnell, möchte ich doch lieber dabei sein. Könnt ihr also selber entscheiden, beziehungsweise am besten natürlich gar nicht nachtraden, sondern eigene Trades erarbeiten, die aufgrund von Logik solide sind, ein Prozess. Okay, zu unserer Ausbildung. Unsere Trader letzter Woche. Herzlichen Glückwunsch an den Franz, der 13% plus im Monat Februar gemacht hat. Sein Ziel klar übertroffen. Großartig, bin extrem stolz auf dich. Das hast du super gemacht. Christian hat seinen Skiurlaub letzte Woche abgesagt. Er hat sofort realisiert, oh Mann, das ist richtig, richtig, richtig interessant, was hier gerade passiert. Und hat 35,8% in der Woche gemacht. Also Franz 13% im Monat, Christian fast 36% in der Woche. Hat viel gehandelt, hat intensiv gehandelt, wusste aber, was er tut. Und hier ist Thomas. Thomas hat an dem Tag, wo er es mir geschickt hat letzte Woche, plus 3,2% am Tag gemacht. Warum zeige ich das? Ich zeige es einmal, weil viele, viele Leute auch vielleicht zum ersten Mal dieses Video sehen und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, wovon er redet. Gar kein Null. Ich habe auf Facebook diese Woche eine Analyse von einem unserer Trader gepostet, der aus dem Metallgewerbe kommt. So, diese Analyse ist besser als 80% aller Analysen, die Banken mir schicken. Einfach wundervoll. Wenn du die liest und du hast bisher technische Analyse betrieben, verstehst du kein Wort.
Also wir schaffen es, mit den Menschen, mit den Erwachsenen, die mitarbeiten wollen, professionelle Trader zu machen. Und was unsere Trader oft selber nicht glauben, ist, dass sie besser sind als die meisten, die bei Institutionen sitzen. Und wir haben institutionelle Portfolio-Manager bei uns in der Ausbildung gehabt, die ganz klar sagen, wow, ich habe hier Dinge gelernt, die ich noch nie gehört habe vorher. Woher weißt du das eigentlich alles? Und unglaublich, ich kann auf gar keinen Fall meine Konkurrenten zu dir schicken. Ich muss das als Alleinstellungsmerkmal behalten. O-Ton, Portfolio-Manager. Also vielen herzlichen Dank für eure Mitarbeit. Diese Trader haben sich ihre Erfolge selber erarbeitet. Das ist ihnen nicht zugeflogen, aber sie hatten die Ausbildung bei uns genossen. Und die nächste Ausbildung findet vom 9. bis zum 11. Mai statt. Diesmal noch einmal in Seeheim. Vielleicht ändern wir danach die Location. Und wir haben zusätzliche Coachings eingebaut im Anschluss an die Ausbildung, Gruppencoachings, und wir haben individuelle Analysen für diejenigen, die die Hausaufgaben zu Ende machen, die wir one-on-one mit den jeweiligen Teilnehmern durchführen. Ja? Möglichkeit also hier, entweder den YouTube-Kanal abonnieren, wenn ich mir erstmal ein Bild darüber machen möchte, was wir machen bei JMFX. Und ich wurde die Tage angesprochen, naja, die Webseite spricht über Forex. Das ist korrekt, die Webseite spricht über Forex, weil Forex Volkswirtschaft ist und ich damit erstmal den Grundstock einer Ausbildung lege. Wir handeln alles Mögliche. Wir handeln Aktien, in der Ausbildung erklären wir auch, wie man ein Aktienportfolio aufbaut. Wir handeln Futures, ich scalpe sogar, auch davon zeige ich Einblicke. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, über einen wöchentlichen Forex-Swing-Trading-Prozess Renditen zu machen, Gelderteile davon dann in ein Rentenportfolio zu investieren, im Sinne von meine Rente, nicht die staatliche, sondern ich investiere in zum Beispiel ein Aktienportfolio. Und für diejenigen, die recht schnell und avisiert sind und daran Interesse haben, eben auch Einblicke in das Scalping zu gewähren. Also Futures, Aktien, Optionen, wir bilden alles Mögliche aus, denn alle diese Märkte greifen ineinander und genau darum geht es. Deswegen heißt es auch FX und Makroausblick. So, 41 Minuten gesprochen, fürs erste Mal vielleicht in Ordnung. Ich darf mich erst wieder einarbeiten. Herzlichen Dank für deine und ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich bei Fragen über die Ausbildung, gerne E-Mail an fragen@ oder Kontaktformular. Buchen kann man, wir sind 41% ausgebucht für Mai und ich freue mich auf jeden, der diese Reise antritt, professionell zu traden. Wir haben extrem gute Märkte, um extrem gute Investments zu tätigen aufgrund von den Abverkäufen, als auch während der Abverkäufe gutes Geld zu verdienen. Herzlichen Dank, bis kommende Woche nicht, weil da bilde ich aus, das ist das März-Seminar, aber in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bis dann, bye bye.